Ja, Herr Dietrich, vielen Dank für die technische Einführung, meine Damen und Herren. Auch ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar begrüßen, das wir eben gemeinsam mit Berner International durchführen und das sich heute mit der Prüfung und Wartung von Sicherheitswerkbänken, Reihenräumen und RLT-Anlagen befasst. Mein Name ist, wie gesagt, Ilka Ottleben. Ich bin Redakteurin bei der Laborpraxis und werde durch die heutige Veranstaltung führen. Unser Experte für das heutige Webinar, er wurde auch schon erwähnt und Sie können ihn hier rechts neben mir im Bild auch schon sehen, ist Herr Frank Fritsch. Herr Fritsch ist von Hause aus Diplom-Ingenieur der Elektrotechnik. Er blickt bereits auf 15 Jahre Erfahrung im Bereich Management und Produktion zurück und arbeitet nun seit 4 Jahren bei Berner International, wo er seitdem den Bereich Service leitet. Herr Fritsch wird uns heute mitnehmen in den Bereich der Sicherheitstechnik von Laboren. In einem Umfeld, in dem einerseits häufig mit giftigen, schwierig zu handhabenden oder ja, auch infektiösen Proben umgegangen wird, andererseits aber auch häufig mit besonders empfindlichen Produkten, ist das Thema Sicherheit von enormer Bedeutung für alle Beteiligten. Das umfasst einerseits den Personenschutz bzw. die Arbeitssicherheit und andererseits ebenso den Produktschutz. Um in Laboren für die notwendige Sicherheit zu sorgen, kann man heute glücklicherweise auf diverse Laboreinrichtungen wie raumlufttechnische Anlagen oder Sicherheitswerkbänke zurückgreifen. Damit diese technischen Geräte jedoch auch wirklich sicher funktionieren und zuverlässig sind, ist eine regelmäßige Wartung unerlässlich. Und das ist zudem keine rein freiwillige Angelegenheit, sondern die regelmäßige Prüfung und Wartung ist teilweise gesetzlich vorgeschrieben und liegt eben in der Verantwortung von benannten Labormitarbeitern. Was muss also getan werden, um die sichere und zuverlässige Funktion eines Labors langfristig bereitzustellen? In den kommenden etwa 45 Minuten wird Ihnen nun Herr Fritsch dazu einen möglichst umfassenden Überblick über die gesetzlichen Anforderungen an die Wartung von Laboren geben und in diesem Zusammenhang auch auf Dienstleistungen an Laborreihenraum und Sicherheitswerkbänken eingehen. Ja, bevor es nun auch tatsächlich losgeht, auch von mir an dieser Stelle noch einmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Chatfunktion. Liebe Teilnehmer, bitte nutzen Sie hier die Gelegenheit und stellen Sie jederzeit Ihre Fragen an unseren heutigen Referenten. Wir werden diese dann entweder direkt oder in einer anschließenden Frage- und Antwortrunde klären. In diesem Sinne auch genug der Vorrede jetzt meinerseits, Herr Fritsch. Nun sind Sie an der Reihe und ich freue mich auf einen sicherlich sehr spannenden und informativen Vortrag. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Ottleben, vielen Dank für die schöne Einführung. Ich begrüße Sie alle zusammen und freue mich auch sehr auf dieses Webinar hier. Es ist mein erstes, ich freue mich darauf. Verzeihen Sie mir, wenn der Blickkontakt vielleicht nicht immer so ganz direkt ist, weil ich muss mich ein bisschen daran gewöhnen, so jetzt so im Fokus der Kamera zu stehen, aber das werden wir schon hinbekommen. Ich werde mal, zu meiner Person hat ja Frau Ottleben schon etwas erzählt. Ich glaube, da muss ich auch nicht viel mehr dazu sagen. Vielleicht vorweg einmal kurz, wenn in Details die Tiefe aufgrund des Rahmens, den wir haben, nicht ganz erfüllt wird für Sie, dann finden Sie hier dort auf dieser Seite auch meine Kontaktdaten, zumindest meine E-Mail-Adresse. Und sehr gerne können wir uns, wenn wir es nicht in dem Frage- und Antworten-Blog am Ende noch hinbekommen, mich natürlich auch außerhalb dieses Webinars kontaktieren, sodass wir dann darauf eingehen können auf Ihre Fragen. Ich möchte ganz Herr kurz. Fritsch, ganz kurz. Herr Fritsch, ich muss ganz kurz noch mal rein. Entschuldigen Sie bitte. Sorry. Sie müssten, wir müssen noch mal die Lautstärke bei Ihnen etwas erhöhen. Wissen Sie den Weg noch, wie wir das gemacht haben? Mikrofonlautstärke. Genau. So, jetzt habe ich Sie mal höher gefahren. Ja, okay, vielen Dank. Alles gut so? Sagen Sie mir noch einen Satz, bitte. Also ich würde jetzt weiter damit fortfahren und ganz kurz die Firma Berner International vorstellen wollen. Und Vielen Dank. ja, ich hoffe, dass Sie mich alle schön verstehen können. Ja, die Firma Berner International ist schon sehr lange, seit über 30 Jahren, im Bereich Arbeits- und Arzneimittelschutz für pharmazeutische Industrie und auch für biotechnologische Anwendungsbereiche, also die mikrobiologische Branchen.
hat in dem Bereich vier große Säulen. Das ist einmal der Bereich persönliche Schutzausrüstung, weil das werden wir auch im Folgenden noch sehen, als Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen und auch gesetzlichen Rahmenbedingungen sind natürlich auch Schutzvorrichtungen, persönliche Schutzausrüstung für Ihre Mitarbeiter und für Sie selbst notwendig. Sicherheitswerkbänke entwickeln wir. Wir haben auch sehr umfangreich ein sehr großes Labor, wo wir die Funktionalität sehr detailliert prüfen, produzieren die Geräte und verkaufen sie auch. Unser Unternehmen ist ISO 9001 zertifiziert. Und der Kern heute, wir haben in der Serviceabteilung eine Dienstleistungsabteilung, die für unsere Planer, für unsere Partner und natürlich für unsere Endkunden zur Verfügung steht. Und der klassische Aufgabenbereich fängt mit dem Lebenszyklus einer Sicherheitswerkbank an, nämlich der Inbetriebnahme, und geht dann über die Betreuung des über den gesamten Lebenszyklus einer Werkbank hinaus. Und das werde ich jetzt dann im Laufe der Zeit noch vorstellen. Wir haben natürlich noch andere Dienstleistungen, die für Sie interessant sein werden, im Portfolio. Einmal ganz kurz möchte ich die Seminarziele, was ist mein Ziel? Ich möchte Ihnen gerne bei der Klärung Ihrer Verantwortung helfen. Also Sie alle sind für sich sowieso, vielleicht aber auch für Mitarbeiter oder für Ihr Unternehmen verantwortlich. Und wir reden ja hier über ein technisches Konstrukt aus Sicherheitswerkbank und raumlufttechnischer Anlage wie Laborräumen, die ein großes Ziel haben, nämlich die Sicherheit für ihr Produkt und die Sicherheit für ihre Mitarbeiter zu gewährleisten. Und in dem Zuge ist es eben ganz wichtig zu wissen, was muss ich tun, wo liegt meine Verantwortung. Und da spielen natürlich die gesetzlichen Anforderungen eine sehr große Rolle. Ich möchte Ihnen also die Basis mitgeben, welche gesetzlichen Anforderungen für Sie dringend bindend sind und wo es vielleicht auch eine Interpretationsfrage ist. Ich möchte in dem Zuge mich ganz stark immer an unserem Faden orientieren, was müssen Sie tun an Prüfungen, Wartungen an Ihren Sicherheitswerkbänken und Laboren. Und ich möchte auch gerne Ihnen sagen, wenn Sie einen Partner suchen, einen Servicepartner suchen, was für Anforderungen sollten Sie an so einen Partner stellen, damit Sie adäquat betreut werden. Wir reden da immer ganz gerne zum Thema Sicherheit von einem 3-Säulen-Sicherheitshaus, sage ich mal. Das Dach ist die Sicherheit über Ihre Mitarbeiter und über Ihr Produkt. Und 3 Säulen, das ist nämlich einmal die technische Anlage, die Sicherheitswerkbank selber ist sehr wichtig als Säule. Sie muss auf technischem Stand sein, sie muss natürlich sehr gut ihre Schutzziele erfüllen. Das gute Handling ist natürlich das nächste, das heißt, ihre Prozesse müssen vernünftig aufgestellt sein, die Prozesse müssen umgesetzt sein, müssen gemonitort werden. Und am Ende komme ich dann wieder zu dem Servicepartner. Das hatte die Frau Ottleben auch schon sehr schön gesagt. Sie schützen mit einer regelmäßigen Prüfung und Wartung natürlich auch ihre Investitionen, aber natürlich auch, es ist ein ganz wichtiger Beitrag dafür, die Sicherheit auch dauerhaft über einen sehr langen Lebenszyklus aufrechtzuerhalten. Also würde ich ganz gerne mal im nächsten Schritt anfangen mit gesetzlichen Anforderungen, die branchenübergreifend sind. Ich möchte ja heute immer so ein bisschen hin und her switchen zwischen der pharmazeutischen Industrie, also den Anforderungen der Herstellung von CMR-Arzneimitteln und natürlich auch der mikrobiologischen Branchen. Und da gehe ich immer so ein bisschen bei den einzelnen Themen hin und her und sage mal, wo es im einen Fall stärker greift oder sogar eben auch wirklich bindend ist. Und Arbeitsschutz und das Arbeitsschutzgesetz dabei ist natürlich für uns alle, für jeden Arbeitgeber, Arbeitnehmer eine Verpflichtung. Und ganz wichtig ist bei diesem Arbeitsschutzgesetz eben, dass es darum geht, Maßnahmen zu ergreifen, die Sicherheit und die Gesundheit des Mitarbeiters sicherzustellen, Maßnahmen zu ergreifen, die Wirksamkeit auch zu prüfen und gegebenenfalls natürlich Anpassungen vorzunehmen. Aber es ist eben auch so, dass auch der Arbeitnehmer, und wir werden vielleicht auch unter den Zuhörern Menschen haben, die direkt an einer Sicherheitswerkbank arbeiten und Arbeitnehmer sind,
Auch der Arbeitnehmer hat eine Pflicht nach Arbeitsschutzgesetz, nämlich die Mitwirkung. Also er muss die Maßnahmen umsetzen und natürlich mitwirken an der Verbesserung. Das Arbeitsschutzgesetz bringt uns zum nächsten sehr wichtigen Thema, das ist für Sie dann schon ganz konkret von entscheidender Bedeutung. Das ist nämlich die Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz. Also aus dem Arbeitsschutzgesetz heraus und der Betriebssicherheitsverordnung kommt die Anforderung an einer Gefährdungsbeurteilung. Ich habe für unsere Servicetechniker zum Beispiel auch eine Gefährdungsbeurteilung gemacht, wo ich, wie Sie hier rechts sehen, mal ganz einfach dargestellt, wie so ein Prozess läuft. Ich analysiere, genauso wie Sie das auch tun müssen, den Arbeitsplatz. Welche eventuell toxischen Stoffe werden in einer Sicherheitswerkbank bei Ihnen verarbeitet? Wie beurteilen Sie das Risiko im mikrobiologischen Bereich? Welche Risikoklasse hat ein Keim, ein Bakterium? Wie wird das beurteilt von Ihnen? Und natürlich dann ganz wichtig, welche Ziele und Lösungen resultieren daraus? Und da geht es schon los, wo ich gleich genauer darauf eingehen werde, welche Typ Sicherheitswerkbank benötigen Sie, wie ist der technische Stand. Sie sind halt aufgefordert, all dies zu wissen und dann natürlich auch am Ende des Tages umzusetzen und ein regelmäßiges Monitoring einzurichten, sodass kontrolliert wird. Bei der Erstellung, das sieht man hier nochmal, das ist auch nur ein Auszug. Es gibt dort eine Vielfalt an technischen Regeln, aber ganz wichtig ist im mikrobiologischen Bereich eben auch die Biostoffverordnung und die Gefahrstoffverordnung sowie die THBA 100 und 250. Und diese Blätter arbeiten oder geben Ihnen dezidiert Hinweise dazu, wie Sie eine Gefährdungsbeurteilung aufbauen. Im zweiten Fall ist es besser, einige Gefährdungsbeurteilungen anzufangen und bereit zu halten und diese ständig wachsen zu lassen und besser werden zu lassen, weil Sie da auch zum Thema Prüfung und Wartung sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Und auch, das steht hier so ein bisschen vielleicht schnell zu überlesen, externe Mitarbeiter. Die Gefährdungsbeurteilung bezieht sich nicht nur auf den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die vor der Werkbank arbeitet, sondern natürlich genauso auch auf den Servicetechniker, der dann zur Prüfung oder Wartung kommt, weil auch dieser externe Mitarbeiter muss eingebunden sein in ihr Konzept. Kann zum Beispiel eine Maßnahme sein, dass sie eine Unterweisung platzieren bei sich im Hause, bevor ein Techniker an ein Gerät oder ins Labor im Allgemeinen einfach reinkommt. Das ist also ganz wichtig, das werden wir im Folgenden auch immer wieder hören, dass das eine ganz wichtige Basisarbeit, die Sie alle durchführen müssen. Ich würde als nächstes gerne mal auf den technischen Stand kommen. Der technische Stand, das heißt ja immer so schön dann, Sie sind verpflichtet, den technischen Stand zu kennen und gleichzeitig werden Sie konfrontiert damit, ach du Schande, das ist natürlich sehr komplex. Und auch die gesetzlichen Anforderungen, die wir im Detail noch kennenlernen werden, ist auch sehr komplex. Das heißt, Sie werden immer gute Partner brauchen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und das ist im Prinzip schon der erste Weg, auch in der seine Verantwortung zu klären. Nämlich, dass man weiß, ich suche mir Partner, die mich beraten, auf die ich mich verlassen kann. Und daraufhin können Sie dann Gefährdungsbeurteilung oder die Auswahl des Gerätes oder die Planung des Labors natürlich durchführen. Trotzdem ist es eben so, Sie, wenn Sie verantwortlich sind für so ein ganzes Labor oder eine Werkbank, sind Sie verantwortlich dafür, den technischen Stand zu kennen. Das ist ein ganz kurzer Ausflug technischer Art in eine Sicherheitswerkbank, und zwar nur zu einem Aspekt, das ist nämlich, die Definition, handelt es sich um eine oder benötige ich eine Zwei-Filter-Sicherheitswerkbank oder eine Drei-Filter-Sicherheitswerkbank? Diesen Aspekt möchte ich ganz kurz beleuchten, weil es da im Feld immer wieder mal Diskussionen gibt, was versteht man darunter. In dieser kleinen Grafik hier sehen Sie auf der linken Seite
im Schnitt dargestellt links eine Zweifilter-Sicherheitswerkbank. Und das bezieht sich auf Filter, auf HEPA-Filter, H14-Filter, die mit einem sehr hohen Rückhaltegrad Partikel aus der Luft herausfiltern. Keine Gase, sondern nur Partikel, also schwebfähige Partikel. Und wenn man von einem Zweifiltersystem spricht, dann spricht man von einem System mit einem Umluftfilter, das ist dieser hier, und von einem Abluftfilter. Und Sie sehen hier auch zwei weitere Dinge, die wiederum häufig fallen, die Begriffe. Das ist nämlich der Downflow im Arbeitsraum, das heißt eine laminare Strömung, die über die Breite und die Tiefe der Werkbank laminar ist, von oben nach unten gerichtet. Und von dem Inflow, und der Inflow ist die Strömung, die in die Arbeitsraumöffnung reinströmt, reingesaugt wird. Und das ganz Wichtige am Sicherheitskonzept einer Sicherheitswerkbank ist, dass der Arbeitspunkt, sprich die Einstellung Downflow, zum Beispiel in einer Größenordnung von 0,35 Meter pro Sekunde, und der Inflow bei größer gleich 0,4 Meter pro Sekunde liegt. Und dieser Arbeitspunkt, wenn der richtig eingestellt ist, dann bildet sich hier an der Kante zur Arbeitseintrittsöffnung eine Luftbarriere. Und diese Luftbarriere stabil, also mit ausreichend kinetischer Energie auch aufzubauen und natürlich dauerhaft auch bereitzustellen, das ist neben den HEPA-Filtern, sind das diese beiden Aspekte, die maßgeblich sicherstellen, dass Ihre Sicherheitswerkbank die Schutzziele auch erfüllen kann. Bei der Zweifilterbank sehen Sie hier rosa, das ist der kontaminierte Bereich, sagt man. Das heißt, was dann wirklich an Partikeln, Aerosolen im Arbeitsraum während der Arbeit tatsächlich emittiert wird, würde dann über diese Fläche hier vom Lüfter angesaugt, über den Filter, über den Umluftfilter dann gefiltert werden und in den Arbeitsraum zurückgehen und über den Abluftfilter in die Umgebungsluft abgegeben werden. Bei der Dreifilterwerkbank sehen Sie jetzt den großen Unterschied, nämlich einfach hier, der kontaminierte Bereich ist ein sehr kleiner Bereich und die Hauptfilterstufe, auch hier drei Filter, nur HEPA-Filter, H14-Filter sind gemeint. Nicht gemeint sind damit Fliese, die in Matten zum Beispiel teilweise unter den Arbeitsplatten liegen oder in dem Bereich. Diese nicht gemeinten Dreifiltersystem ist ein HEPA gefiltert, sind drei HEPA gefilterte Filterstufen. Ansonsten ist hier das Thema Arbeitspunkt, Downflow, Inflow das gleiche. Das entscheidende Unterschied ist eben, dass Sie drei Hauptfilterstufen haben. Was das an Konsequenzen hat, da komme ich dann gleich noch dazu. So, dann das ganz Wichtige dabei, ich hatte schon gesagt, die Sicherheitswerkbank übernimmt einen sehr wichtigen Teil Ihres gesamten Sicherheitskonzeptes, Ihrer Risikoanalyse, nämlich die Sicherheitswerkbank soll den Personenschutz aufrechthalten, und zwar dauerhaft und verlässlich. Das heißt, das Personal, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die vor der Werkbank arbeiten, in der Werkbank natürlich mit ihren Agenzien oder mit ihren CMR-Stoffen arbeiten, die sollen geschützt werden. Und natürlich auch die Umwelt, das bedeutet, es soll einfach, platt gesagt, nichts an toxischen, gefährlichen Stoffen aus dem Arbeitsraum der Werkbank herausgetragen werden. Beim Produktschutz ist es dann so, dass natürlich das nächste Ziel ist, dass Ihr Produkt geschützt wird. Also dass von außen in den Arbeitsraum rein keine Keime getragen werden, keine Partikel getragen werden, die Ihr Produkt kontaminieren und verunreinigen. Das heißt, der Produktschutz ist ein ebenso wichtiges Ziel für Ihr tagtägliches Arbeiten an der Werkbank. Und das gilt für den letzten Punkt, für den Verschleppungsschutz genauso. Das heißt, da geht es darum, dass sich auch innerhalb des Arbeitsraumes keine Verschleppung einstellt und Ihre Proben verunreinigt werden. Diese drei Schutzziele ist das, worum sich alles rankt bei der Sicherheitswerkbank. Und ergänzend später noch werde ich zum Labor übergehen, was natürlich seinen Teil für die Luft übernimmt, die die Sicherheitswerkbank gibt.
So, technischer Stand. Mal ein paar Normen dazu. Zwei-Filtersysteme. Ich habe das so immer so aufgebaut, dass ich erst die Zwei-Filtersysteme betrachte und dann die Drei-Filtersysteme. Und am Ende das Labor mit der speziellen Reinraumsicht. Außerdem gibt es zu dem Gerät der Sicherheitswerkbank einmal die Gerätesicht selber. Das heißt, ein Gerät, ein elektromechanisches Gerät, da spielt die DIN EN 12469 eine sehr, sehr große Rolle. In dieser DIN EN 12469 wird beschrieben, welche Anforderungen an eine Sicherheitswerkbank gestellt werden, der verschiedenen Klassen, 1, 2 oder 3. Es wird beschrieben, wie diese Werkbank zu prüfen ist. Das heißt, welche Prüfung und Wartung sind in welchen Zyklen erforderlich oder empfohlen. Es wird genauso beschrieben, mit welcher Messmethode und welchen Messmitteln das Ganze erfolgen muss. Und es wird zum Beispiel auch in Ergänzung zu anderen Papieren geschrieben, wie zum Beispiel protokolliert werden muss. Also das Protokoll ist ein sehr wichtiges Dokument für Sie, was Ihnen am Ende gegenüber Behörden und Auditoren den Nachweis liefert, dass fachgerecht gearbeitet wurde. Und da ist die DIN 12469 für zwei Filtersysteme eine ganz, ganz wichtige Norm. DIN 12089, die eigentlich eine Ergänzung ist an die Normen, beschäftigt sich mit Sicherheitswerkbanken zur Herstellung von Zytostatikern oder zur Bearbeitung von Zytostatikern, hat nicht direkt was mit dem Zwei-Filter-System zu tun. Es kann aber sein, und jetzt greife ich immer wieder mal auf die Gefährdungsbeurteilung zurück, dass Ihre Gefährdungsbeurteilung zusätzlich zu dieser Norm, die in EN 12469 sagt, dass aufgrund des pathogenen Potenzials der Agenzien, die Sie verarbeiten, eine Personenschutzprüfung notwendig ist. Das ist so für das Gefühl, es gibt die gesetzlichen Anforderungen als Sockel für die Sicherheit, aber es gibt natürlich sehr individuelle Anwendungen mit sehr individuellen Problemen und eine Gefährdungsbeurteilung hat eben genau die Aufgabe, das sicherzustellen, das herauszuarbeiten, ob die Norm alleine genügt, ob ich die einfach nur erfüllen muss oder ob ich eben andere Normen noch dazu ziehen muss. In diesem Fall vielleicht zum Beispiel, weil Sie eine Keime der Risikogruppe 2 haben, 2 Stern vielleicht, und dann ist halt, sagt Ihre interne Gefährdungsbeurteilung, ich möchte einmal im Jahr oder alle 2 Jahre oder ad hoc über ein Ereignis, was stattgefunden hat, eine Personenschutzprüfung. Gleichzeitig kann man so eine Werkbank als Reinraum betrachten. Ein Reinraum bedeutet, dass eigentlich die Luft konditioniert wird und in diesem Fall durch den werkbankeigenen Lüfter und natürlich durch die HEPA-Filter wird dafür gesorgt, dass sehr, sehr wenige Partikel im Arbeitsraum selber sind. Und dazu gibt es Normen bzw. Leitfäden, wie einmal die DIN EN ISO 14644 Teil 1 bis 3. Ganz kurz nebenbei, das EN in der Normbezeichnung bedeutet, dass es eine europäische Norm ist, wohingegen zum Beispiel bei der DIN 12089 ist eine rein deutsche, eine rein nationale Norm. Diese DIN EN ISO beschreibt also, wie hat ein Reinraum auszusehen, was hat ein Reinraum für Anforderungen zu erfüllen, um eine Sicherheitswerkbank zum Beispiel hat die Reinraumklasse A nach GMP-Leitfaden und wie viele Partikel dürfen dann gemessen werden. Deswegen kann es sein, dass eine Sicherheitswerkbank auch als Reinraum gesehen wird. Ich werde da im Detail später im Kontext Reinräume nochmal drauf eingehen. Es ist wichtig, dass Sie hier mitnehmen, Zweifiltersysteme, Sicherheitswerkbänke, die DIN EN 12469 ist immer eine ganz wichtige Norm für Sie und ob die Werkbank TÜV geprüft, also ein GS-Zeichen hat, das unterstützt natürlich immer die Sicherheit und dass der Hersteller sich da sehr hohes Interesse daran hat, ein qualitativ hochwertiges Produkt geliefert zu haben. Die Berner Sicherheitswerkbänke sind
am AlleinGS zeigen, weil es uns sehr wichtig ist, dass wir diese Prüfung mitmachen. So, dann wollen wir hier einmal konkret ein Wartungspaket, wie wir es zum Beispiel bei uns im Service anbieten, ein Zwei-Filter-System, was in einer wiederkehrenden Prüfung, sprich jährlich, gewartet wird oder geprüft wird, nach Linie N1469 ein Paket, was wir anbieten. Prüfung und Wartung, da wollte ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, weil es ist gerade so aus kaufmännischer Sicht, sprich wenn es um die Kosten geht und man auch Wettbewerber untereinander vergleicht, dann findet man schon sehr große Unterschiede in den Kosten. Und ich bitte Sie alle da sehr genau drauf zu achten, ob es sich um eine Prüfung handelt, die Ihnen angeboten wurde, oder eine Wartung. Eine Prüfung ist per Definition, hält den Status quo, den Zustand des Gerätes fest. Das Ganze wird protokolliert und wenn nicht irgendwelche Parameter sehr rausreißen, dann ist damit die Prüfung auch abgeschlossen. Wenn während der Prüfung sich herausstellt, dass zum Beispiel der Inflow deutlich zu niedrig ist, dann würde man mit Ihnen Rücksprache halten müssen und es würde gefragt werden, was soll ich machen? Soll ich den Arbeitspunkt einstellen, neu, ja oder nein? Eine Wartung geht einen ganzen Schritt weiter. Also bei meine Kunden nehmen zu fast 90% nur Wartungen in Anspruch, weil die Wartung einen anderen Anspruch hat. Die greift deutlich weiter. Sie sagt nämlich, mit jeder jährlichen Wartung wird der Arbeitspunkt nach Herstellerempfehlung oder natürlich auf die Norm bezogen eingestellt. Die Linie N1469 sagt zum Beispiel, dass der Inflow größer gleich 0,4 Meter pro Sekunde sein muss. Hingegen der Downflow ist eine Herstellerempfehlung, bei uns mit 0,35 Meter pro Sekunde und andere Hersteller haben dann etwas andere Werte vielleicht. Das heißt, eine Wartung stellt den vom Hersteller angegebenen Arbeitspunkt ein, was ein großer Vorteil ist. Wir reden ja immer darüber, dass die Sicherheit, die Schutzziele über einen Zeitraum von 12 Monaten sicher erhalten werden soll. Und das spielt schon eine Rolle, ob der Arbeitspunkt optimal liegt oder ob er gerade so im Bereich dessen liegt, was noch erlaubt wird. Weil natürlich, wenn eine Prüfung durchgeführt wurde und der Arbeitspunkt an der unteren Grenze, an der unteren kritischen Grenze liegt, dann kann man einen Haken machen und sagen, ja, Prüfung bestanden, aber wie verhält sich die Werkbank in 2, 3 Monaten? Und das ist für den Ablauf in Ihren Unternehmen in der Regel sehr störend, wenn dann 2, 3, 4 Monate nach der Wartung eine Störung auftritt. Und das möchten wir natürlich nicht, dafür haben wir einen zu hohen Anspruch an uns selbst und für unsere Kunden auch. Und daher agieren wir mehr mit Wartungen, die etwas teurer sind, aber die eben auch einen deutlich höheren Sicherheit bieten. Ganz kurz jetzt mal zu den Leistungen, die wie gesagt aus der DIN EN1269 hervorgehen. Die HEPA-Filter als ein wichtiges, sehr wesentliches Element des Schutzes müssen auf ihre Dichtigkeit und Leckfreiheit geprüft werden. Das bedeutet, es wird ein Aerosol auf den Filtereingang heraufgegeben, eine definierte Menge. Und am Ausgang des Filters auf der Abströmseite wird mit einer Sonde dann über die Filterfläche gegangen und auch über die Dichtflächen, um dann herauszustellen, ob man Partikel findet. Und die Norm schreibt eben dann vor, wie viele Partikel darf ich finden, damit mein Filter noch als absolut 100% funktionsfähig eingestuft wird oder ab welcher Grenze muss ich mir Gedanken machen, ob ich den Filter tauschen muss. Also das ist eine sehr wichtige Prüfung, die immer dazu gehören muss, genauso wie die Prüfung der Verdrängungs- und Lufteintrittsströmung, sprich des Downflows und des Inflows wichtig ist. Das ist das hier, das ist eine ganz wichtige Einstellung zu dem Arbeitspunkt. Sie prüfen, wie gesagt, nur den Arbeitspunkt, in dem Sie die Absolutwerte aufnehmen lassen. Oder aber Sie stellen sie eben optimal ein. Und das ist die Justage, die wir bei der Komplettwartung machen. Visualisierung der Luftströmung ist genauso wichtig, weil Sie haben ja mit einem Absolutwert, also einer Strömung, wissen Sie noch nicht, ob salopp gesagt, die Strömung in die richtige Richtung geht.
Und das ist ein sehr unscheinbar, aber doch wichtiges Detail, was sehr genau zu prüfen ist. Müssten Ihre Serviceleute oder Servicepartner müssen beim Inflow zum Beispiel in der Arbeitseintrittsöffnung die Strömung visualisieren über sichtbare schwebfähige Partikel und dann über die gesamte Breite der Werkbank an der Arbeitsöffnung sich anschauen, ob die Strömung verwirbelt ist zum Beispiel. Weil wenn sie ein bisschen verwirbelt ist und wenn es auch nur an bestimmten Stellen ist, dann kann das bedeuten, dass A, Substanzen aus der Werkbank rausgesogen werden oder aber B, dass natürlich von draußen Substanzen in den Arbeitsraum reinkommen, was beides katastrophal wäre. Also diese Visualisierung der Luftströmung ist eine ganz wichtige Prüfung bei Sicherheitswerkbänken. Die Prüfung und Justage des Überwachungssystems, das heißt Schwellwerte, ab wann eine Sicherheitswerkbank einen Alarm macht. Das ist in der Norm auch vorgeschrieben, es muss einen sowohl optischen als auch akustischen Alarm geben. Und die Grenzen für den Inflow sind zum Beispiel sehr, sehr klar definiert und die Werkbank muss natürlich dann Alarm melden. Deutlich sichtbar für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin vor der Werkbank, weil wenn eine Lampe, es gibt dort zwei Lämpchen, eine rote, eine grüne, und wie das eben so ist, in dem Moment, wo die grüne Lampe nicht mehr leuchtet und rot leuchtet, dürfen Sie nicht mehr weiterarbeiten an der Werkbank. Sie müssen also einstellen, die Werkbank, Sie müssen dann die Arbeit einstellen und unter Umständen, auch das ist ein Ergebnis Ihrer Gefährdungsbeurteilung. Was mache ich eigentlich in dem Moment? Muss ich angefangene Arzneimittel verwerfen? Muss ich meine Untersuchung, meine Prüfreihe an den mikrobiologischen Stoffen abbrechen? Also wenn Sie einen Alarm haben, signalisiert Ihnen das System, Sie können nicht mehr sicher arbeiten. Die Schutzziele sind nicht mehr sichergestellt. Und deswegen ist es wichtig, dass die vorab genannten Arbeiten sehr sorgfältig gemacht werden. Und natürlich auch die Grenzen sehr sorgfältig eingestellt werden. Und hier haben wir wieder das Thema Prüfung. Ich prüfe etwas und sage, okay, liegt noch so innerhalb des Rahmens. Oder ich sage, ich optimiere das ganze System. Und das wäre dann die Justage, sprich ein Full-Service-Wartungspaket. Gut, die Sicht- und Funktionsprüfung im Allgemeinen ist natürlich selbstverständlich, dass die Frontscheiben sauber auf und runter gehen, dass es keine Abplatzung gibt, dass die Reinigbarkeit, auch ein Thema, was in der Norm behandelt wird, gegeben ist, sprich, dass es keine Korrosion, keine großen Ablagerungen im Arbeitsraum gibt. Solche Geschichten und natürlich ganz wichtig das aussagekräftige Prüfprotokoll, wo ich immer wieder höre, dass es auf dem Markt Serviceanbieter gibt, die dem Endkunden ein zweiseitiges Blatt Papier in die Hand geben, wo dann draufsteht, alles ist in Ordnung. So ein Papier ist nicht belastbar gegenüber Behörden oder Auditoren. Wir haben 12 Seiten in unserem Prüfprotokoll, wo bei der ersten Seite natürlich die Zusammenfassung, nämlich die Sicherheitswerkbank darf weiterhin eingesetzt werden, ja oder nein, steht. Aber im Folgenden auch sehr detailliert die Ergebnisse zu den einzelnen Prüfungen, die für Prüfer, also für Auditoren zum Beispiel, durchaus sehr wichtig. Ganz wichtig ist auch, dass die Messmittel, die Vielzahl der Messmittel, Partikelzähler, Strömungsmessgeräte kalibriert sind und dass der Nachweis über Kalibrierzertifikate erbracht wird, was auch aussagt, dass am Ende natürlich befähigte Firmen auch diese Messmittel kalibriert haben. So, dann gibt es, und das ist das Feld der kundenspezifischen Prüfung und Wartung, das Feld an vielleicht auch Einzelprüfungen. Vorher habe ich von einem Paket gesprochen, was wir zum Beispiel anbieten. Aber jetzt gibt es Einzelprüfungen, die zum Beispiel in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung notwendig sind. Ich hatte das eben schon mal angerissen. Pflicht ist nach Linie N12469 die jährliche Wartung zu machen. Es kann aber sein, dass die Gefährdungsbeurteilung sagt, nach 6 Monaten möchte ich gerne nochmal den Downflow-Inflow, also nur den Arbeitspunkt geprüft haben. Oder ich muss eine Personenschutzprüfung machen.
Das sind eben Dinge, deswegen hoffe ich, Ihnen deutlich zu machen, wie wichtig diese Gefährdungsbeurteilung ist, dass man sich wirklich explizit Gedanken macht, was durch meine individuellen Prozesse und Dinge, die ich bearbeite in der Werkbank, notwendig ist. Wir haben natürlich auch interne, oder es wird in vielen Firmen, gibt es ja auch interne Qualitätsstandards und interne Audits. Auch die können natürlich ein Hebel sein, wo man zum Beispiel sagt, dass die Funktionalität der UVC-Entkeimung in einer Werkbank, im Zwei-Filter-System, alle 2 Jahre zu überprüfen ist. Auch sowas können wir machen, dass man so UVC-Lampen in ihrer Wirksamkeit überprüft. Personenschutzprüfung hatte ich schon. Wir bieten auch an, die Dekontamination einer Werkbank, ein Zwei-Filter-System wird auch sehr häufig in der mikrobiologischen Branche eingesetzt. Und da komme ich später nochmal zu, gibt es die Möglichkeiten zu dekontaminieren. Wann das notwendig ist, das erkläre ich an dem Punkt noch. Und es gibt natürlich auch dann noch andere Dienstleistungen, wie Vorbereitung zum Transport. Auch da gibt es in der Praxis verschiedene Gründe, warum man eine Werkbank vorbereiten muss zum Transport. Warum muss man sie vorbereiten? Weil sie erstmal als kontaminiertes Gerät dasteht. Und wenn Sie die Werkbank von einem Labor ins andere versetzen möchten oder wenn Sie es verschrotten möchten, dann haben Sie natürlich auch die Verantwortung, dem neuen Adressenten, ob das der Verschrotter ist, also Ihr Fachentsorger, oder ob das die andere Abteilung oder ein anderes Unternehmen ist, wenn Sie die Werkbank veräußern wollen, dass Sie diese nicht kontaminiert einfach weitergeben dürfen. Und da gibt es auch eben verschiedene Dinge zu berücksichtigen. Unter Umständen kann das bedeuten, dass die Werkbank komplett dekontaminiert werden muss. Mikrobiologische Prüfungen zum Beispiel können auch entweder zyklisch, jährlich oder ad hoc notwendig sein. Wir bieten eine mikrobiologische Prüfung an, die mittels eines Luftkeimsammlers zum Beispiel die Anzahl der kolonienbildenden Einheiten in ihrer Werkbank im Arbeitsraum nachweist. Das kann aus verschiedenen Gründen wichtig sein, kann auch zyklisch im Rahmen der Wartung sein. Und unsere Prüfung Addressed gibt Ihnen dann die Sicherheit, dass Sie aus mikrobiologischer Sicht von der technischen Seite her keine Probleme haben. Addressed bedeutet, es wird nicht gearbeitet in der Werkbank. Die Werkbank ist aber so in der Funktion eingestellt, der Arbeitspunkt ist eingestellt, als wenn Sie sofort anfangen würden zu arbeiten. Und wenn dann diese mikrobiologische Prüfung durchgeführt wird und die Anzahl der kolonienbildenden Einheiten kleiner 1 ist zum Beispiel als ein wichtiges Kriterium, dann wissen Sie, wenn Sie ein Problem bekommen aus der Richtung, dann ist es prozessualer Art, das heißt entweder ist in dem Handling irgendwas nicht in Ordnung, vielleicht in der Schulung, vielleicht auch in der PSA, vielleicht hat man mit dem Hygieneplan noch ein Problem, den Sie ja für Ihre Unternehmen auch erstellt haben. Und so kann eine kleine mikrobiologische Prüfung Ihnen helfen, Unbekannte zum Beispiel auszuradieren und dann können Sie konkreter analysieren und an der Optimierung weiterarbeiten. So, bei den 3-Filter-Systemen, ich habe sehr umfangreich im 2-Filter-System, beim 2-Filter-System bin ich auf die einzelnen Normen eingegangen und auf das, was so getan werden muss. Beim 3-Filter-System gehe ich jetzt nur noch auf das ein, was sich unterscheidet vom 2-Filter-System. Und das ist jetzt hier zum Beispiel die DIN 1289. Also genauso ist beim 3-Filter-System die DIN EN 1269 greifend und die DIN 1289 eingeschränkt auf die Bereiche pharmazeutische Industrie und Herstellung von CMR-Arzneimitteln. Dafür ist die 1289 gemacht worden, für Sicherheitswerkbänke, die zur Herstellung von Zytostatikern verwendet werden. Und hier ist die DIN 1289 in Deutschland, weil es eine nationale Norm ist, bindend. Und diese DIN 1289 grenzt sich gegenüber den Zweifiltersystem so ab, dass die DIN sagt, es muss ein kontaminationsarmer Filterwechsel möglich sein. Und das ist auch die starke Abgrenzung. Und das bedeutet kontaminationsarmer Filterwechsel. Sie können den
Hauptfilter, die erste HEPA-Stufenfilter, Hauptfilterstufe, Entschuldigung, können Sie in der Werkbank entnehmen und kontaminationsarm aus der Werkbank herausnehmen, um sie dann Sonderabfallbehältern zuzuführen und später über einen Sonderabfallentsorger auch entsorgen lassen zu können. Also kontaminationsarmer Austausch bedeutet, ich entnehme den kontaminierten Filter, ohne die Umwelt und das Labor natürlich zu kontaminieren. Und andersrum setze ich natürlich einen neuen Filter in der Werkbank ein und kann so kontaminationsarm die Hauptfilterstufe austauschen. Manche Firmen nennen diese Hauptfilterstufe auch Vorfilterstufe, da ist die Begrifflichkeit nicht immer ganz klar. Deswegen wichtig ist, wenn Sie mit Leuten reden darüber, Sie reden immer über die H14 HEPA-Filter. Die DIN 1289 sagt zum Beispiel auch, bei der Inbetriebnahme muss eine Personenschutzprüfung erfordern. Die Personenschutzprüfung ist eine zusätzliche Prüfung, die das Rückhaltevermögen der Sicherheitswerkbank prüft. Das passiert so, dass in der Werkbank ein Generator schwebfähige Aerosole erzeugt und jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, außerhalb der Werkbank im Bereich der Arbeitsöffnung sind Luftsammler angebracht und die nehmen die Partikel auf, also diese schwebfähigen Aerosole, die die Werkbank verlassen haben. Personenschutzprüfung heißt, nur der Personenschutz, das Rückhaltevermögen der Werkbank wird geprüft. Und am Ende werden dann diese Aerosole, die Anzahl der Aerosole ausgewertet und es gibt einen Grenzwert, kleiner 62 pro kleiner Filterstufe, also in jedem Luftsammler ist so ein kleines Filterplättchen. Und weniger als 62 dürfen nicht mehr als 62 gefunden werden. Und damit wird eine zusätzliche Prüfung gemacht, die das Rückhaltevermögen der Werkbank sicherstellt. Das ist in der DIN 1289 behandelt. Das muss bei der Inbetriebnahme erfolgen, das muss auch bei der Wiederinbetriebnahme erfolgen, sprich, wenn Sie eine Werkbank von einem Laborraum in den anderen nehmen, dann nehmen Sie im neuen Labor ja wieder in Betrieb. Also auch dort würde die DIN 1289 greifen. Und genauso ist es so, wenn Sie zum Beispiel eine neue Werkbank in ein bestehendes Labor reinbringen, in dem schon eine Werkbank steht, weil die DIN 1289 sagt, wenn sich signifikant die Strömung auch im Labor ändert, muss eine neue Personenschutzprüfung erfolgen. Der Hintergrund ist schlichtweg, dass es Wechselwirkungen zur Sicherheitswerkbank, sprich zum Inflow, und sehr zu den die Werkbank umströmenden Bereichen Einflüsse haben können, die das Schutzziel, also den Produkt, den Personenschutz in diesem Fall, gefährden können. Und deshalb sind bei signifikanten Änderungen auch an der Lüftung selber, der Arbeitspunkt der Lüftung wurde verändert, muss eine Personenschutzprüfung gemacht werden. Das hier speziell, und das sage ich bei den Dreifiltersystemen, weil die Dreifiltersysteme für hochtoxische und für CMR-Arzneimittel oder CMR-Stoffe im Allgemeinen immer aufgrund dieses Dreifiltersystems, dieser kontaminationsarmen Filterstufe zur Anwendung kommt und die Zweifiltersysteme eben den Nachteil haben, wenn man da einen Filterwechsel vornimmt, dann ist es direkt ein Eingriff in die Werkbank selber, der sehr aufwendig ist. Und Sie haben den gesamten luftgeführten Bereich einer Werkbank eben kontaminiert. So, ansonsten die Reinraumsicht, wie gesagt, das werde ich nochmal bei den Reinräumen ansprechen. Das heißt, hier bitte mitnehmen bei Dreifiltersystemen, speziell im Bereich Pharmazeutik und CMR-Arzneimittel. Die DIN 1289 ist da in Ergänzung zur DIN 1269 ein ganz, ganz wichtige und eben bindende und verpflichtende. Gut, und hier sieht, da haben wir auch mal ein Paket natürlich, wie es auch andere Serviceunternehmen anbieten. Und hier ist im Wesentlichen der Unterschied, der normative Bezug, den Sie hier sehen, dass natürlich hier explizit ausgewiesen werden muss von dem Serviceunternehmen, dass die DIN 1289 mit berücksichtigt wird und auch erfüllt wird natürlich. Und auch das Protokoll muss das so explizit ausweisen, weil darauf wird dann eben der Prüfer oder die Behörde achten, dass das Gerät vom technischen Stand her richtig ausgesucht ist und dass es natürlich auch bei der Prüfung und Wartung
den entsprechenden Normen, den Normen entsprechend auch geprüft wurde. So, was ist bei den Dreifiltersystemen vielleicht nochmal an Spezialitäten? Personenschutzprüfung hatte ich jetzt, glaube ich, ausführlich gesagt. Vorbereitung zum Transport, hier ist genau das gleiche Thema dabei, aber die Dreifiltersysteme haben einen sehr großen Vorteil, nämlich diese Möglichkeit des kontaminationsarmen Filterwechsels. Wenn Sie also im mikrobiologischen Bereich die Werkbank versetzen wollen, dann können Sie hier Entschuldigung, mit erheblich weniger Kosten und Aufwand die Hauptfilterstufe kontaminationsarm entnehmen und können dann mit der Werkbank schnell umziehen und über die neuen Hauptfilterstufe dann auch wieder schnell in Betrieb nehmen. Das ist beim Zweifiltersystem eben unter Umständen deutlich aufwendiger und Sie können bei dem Dreifiltersystem und auch da wieder in Abhängigkeit von der Gefährdungsbeurteilung unter Umständen brauchen Sie die gar nicht dekontaminieren mittels H2O zum Beispiel, Wasserstoffperoxid, sondern Sie können sich das sparen, weil Sie über die Dreifiltersysteme eben den Vorteil haben, sehr einfach und kostengünstig einen Produktwechsel oder ein Umsetzen der Werkbank bereitzustellen. Mikrobiologische Prüfung ist auch genau das gleiche wie bei den Zweifiltersystemen. Das hatte ich auch schon. Und dann würde ich eigentlich ganz gerne nochmal ein Thema vertiefen, das ist nämlich das Dekontaminieren von Sicherheitswerkbänken. Das wird speziell Zuhörer von Ihnen, die im mikrobiologischen Bereich, also in biologischen Branchen tätig sind, die in Laboren an Universitäten auch zum Beispiel ihre Untersuchungsreihen machen, interessieren. Ja, und da wollte ich Ihnen einmal unser Verfahren, also das Verfahren, was wir einsetzen, vorstellen. Es gibt im Markt in der Regel zwei verschiedene Systeme. Das ist nämlich einmal basierend auf Formaldehyd und einmal auf Wasserstoff basierend. Das Formaldehyd-Dekontaminationsverfahren ist das, was historisch bedingt sehr lange im Markt ist und nach wie vor auch noch am meisten angewendet wird, aber eigentlich sehr, sehr große Nachteile hat. Es ist allein vom Gefährdungspotenzial her, wissen Sie alle, dass Formaldehyd als krebserzeugend eingestuft ist und das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Menschen, die diese Dekontamination durchführen. Also die Techniker, die das machen müssen, müssen eine sehr spezielle Ausbildung haben und im Havariefall birgt sich natürlich da wirklich auch ein sehr starkes pathogenes Potenzial, was nicht zu unterschätzen ist. Das ist bei Wasserstoffperoxid komplett anders, weil auch Wasserstoffperoxid ist natürlich, hat ein toxisches Potenzial, aber sehr, sehr, sehr niedrig. Und wir haben hier ein Verfahren mit einem Generator, wo wir mittels H2O2 Sicherheitswerkbänke dekontaminieren können. Das wollte ich ganz gerne mal kurz vorstellen. Sie sehen hier einfach mal, wir arbeiten mit einer 35%igen Wasserstoffperoxid-Lösung. Und in dieser kleinen Grafik hier sieht man, man hat einen Generator, der dieses Gas erzeugt, diese 35%ige Peroxidlösung. Dann wird hier an der Werkbank, an der Arbeitseintrittsöffnung über ein mechanisch angeflanscht, wird das Gas in die Werkbank reingebracht. Die Werkbank arbeitet mit ihrem ganz normalen Lüfter im normalen Arbeitsbetrieb. Das bedeutet, sobald das Gas in den Arbeitsraum reinkommt, wird das Gas in allen Bereichen, in alle Bereiche geführt, die luftumströmend sind, nämlich je nach Konstruktion der Sicherheitswerkbank, würde also über die Hauptfilterstufe innerhalb der Werkbank durch den Lüfter, durch den Umluftfilter, durch den Abluftfilter und hier am Abluftfilter ist wieder ein Stutzen angesetzt, der einen Kreislauf bereitstellt, nämlich hier geht das Ganze wieder zurück zum Generator. Man hat also ein geschlossenes System, das bei uns im Unterdruck arbeitet. Das heißt, selbst wenn einmal eine kleine Leckage an der Werkbank wäre, würde dieses Wasserstoffperoxid nicht in die Umgebung kommen können. Entschuldigung.
Das ist also ein großer Sicherheitsaspekt dabei auch. Und was wichtig ist, Wasserstoffperoxid hat den großen Vorteil gegenüber Formaldehyd, dass H2O2 für von allen elektronischen Bauteilen, Baugruppen, Lüftern vertragen wird. Das heißt, es gibt dort keine Probleme hinsichtlich der Materialverträglichkeit. Und das ist speziell bei den Filtern so, nämlich dass beim Formaldehydverfahren gibt es Ausfällungen, die sich an den Filtern, und zwar an der Anströmseite der Filter, also das ist die Anströmseite und das ist die Abströmseite. An der Anströmseite wird der Filter praktisch verblockt durch Ausfällungen, durch das Formaldehydverfahren. Und dann haben Sie ein vielleicht etwas günstigeres Dekontaminationsverfahren gewählt, nämlich das Formaldehydverfahren. Aber Sie müssen die ganzen Filter tauschen. Und dann geht das Ganze kostenmäßig komplett in die andere Richtung, weil das wird sehr, sehr teuer. Und dann ist auch, ist das Wasserstoffperoxidverfahren die deutlich kostengünstigere Variante für Sie. Also das ist ein weiterer großer Vorteil mit Wasserstoffperoxid, dass die Verträglichkeit der gesamten Innereien der Werkbank vorgegeben ist. Der Wirkungsbereich, der mikrobiologische Wirkungsbereich ist sehr, sehr breit, nämlich von der Stufe A oder von der Klasse A über B, C und D hinein. Das heißt, Sie können da wirklich über alle Risikogruppen an Keimen, Bakterien dekontaminieren. Das bedeutet, nicht sterilisieren, sondern dekontaminieren bedeutet die Aktivität der Viren um 5 bis 6 Lockstufen herabsetzen. Das ist ein großer Unterschied, weil es wird nicht sterilisiert, wo dann gesagt wird, zu 100% ist die Aktivität und der Keime und Bakterien gegeben. Wir reden über Dekontamination und das ist eine so starke Einschränkung der Aktivität, dass keine Ansteckungsgefahr mehr von den Keimen und Bakterien ausgeht. Auch sehr gut an dem Verfahren, es ist sehr variabel, sehr flexibel, wie Sie schon gesehen haben, es muss im Prinzip ja nur angedockt werden an den Arbeitsraumöffnungen, das ist eine rein geometrische Frage, genauso wie das Andocken der Abluft. Und man muss speziell jetzt Wissen haben dazu, wie groß ist die Werkbank, wie breit ist sie, um natürlich dann zu konditionieren, um das Wasserstoffperoxid zu konditionieren. Nehmen wir mal ganz kurz die Vorteile. Also das ist eine erhebliche Vorteile gegenüber dem Formen. Ganz kurz dann nochmal den Prozess selber der Kontamination. Wie Sie sehen, am Anfang ist die Konditionierung, das heißt, wie viel Gas wird eingebracht in die Werkbank, in welcher Konzentration. Dann die Phase, wo eingewirkt wird, das heißt, jetzt wird im Kreislauf, im Unterdruck die ganze Zeit das Gas durch die Sicherheitswerkbank geführt, berührt und berührt dabei alle Flächen, die luftumströmt sind. Und wenn dann diese Einwirkzeit durch ist, dann geht es zur Abkonzentration. Das bedeutet, hier wird dann sichergestellt, dass das Wasserstoffperoxid abgebaut wird. Bei unserem Gerät, bei den besseren Generatoren, wird das über einen Katalysator gemacht und über einen HEPA-Filter, sodass wirklich das Wasserstoffperoxid zersetzt wird und in seinen Teilen. Und am Ende sichergestellt wird, dass kleiner 0,1 ppm als Wert fürs Wasserstoffperoxid erreicht wird und die Sicherheitswerkbank dann wieder sicher betrieben werden kann. Ganz wichtig dabei ist die Ergebniskontrolle. Wir haben dabei chemische Indikatoren in der Werkbank, die zeigen, dass genug Konzentration an Wasserstoffperoxid in der Bank war. Und wir haben biologische Indikatoren, die natürlich genau diese Reduzierung der Aktivität es aufzeigen müssen. Eine Spezialität bei der operativen Behandlung zur Folge, weil Sie können nach der Durchführung der Dekontamination nicht sofort anfangen, das damit zu tun, was Sie machen wollten. Wann wird so eine Dekontamination notwendig? Sieht man hier unten nochmal, Sie hatten zum Beispiel den Fall, dass der Umluftfilter getauscht werden muss, weil er defekt war, während der Wartung festgestellt worden.
können jetzt nicht gleich das Gerät öffnen lassen von dem Servicetechniker und den Filter tauschen, weil das biologische Ergebnis noch vorliegen muss. Also es muss der Bioindikator muss ausgebrütet werden im Brutschrank. Wir haben dazu zum Beispiel ein Labor, unser eigenes Labor, was diese Auswertung vornimmt und natürlich am Ende auch ein Protokoll erstellt. Und wenn die Ergebnisse, also der Nachweis gebracht wurde, dann kann erst die weitere Behandlung der Sicherheitswerkbank erfolgen. Das bedeutet operativ, wir führen eine Dekontamination durch zum Beispiel. Sie möchten das Gerät versetzen in ein anderes Haus oder in ein anderes Labor. Müssen Sie diese 7 Tage einfach einplanen und wissen, okay, ich kann nicht sofort die Werkbank mir schnappen und irgendwo hintragen, sondern ich muss dieses Ergebnis abwarten. Das dient der Sicherheit und das macht das Verfahren, finde ich, auch sehr gut, weil diese gesamte Kurve der Aufkonzentration, der Spülung und der Abkonzentration ist mikrozessorgesteuert, also sehr reproduzierbarer Prozess, der modern gesteuert ist und der in Ergänzung mit diesem mikrobiologischen Test über den biologischen Indikator insgesamt für Sie eine sehr, sehr hohe Sicherheit bietet, dass Ihre Werkbank auch wirklich. So, jetzt nehmen wir einen kleinen Schluck Wasser einen Augenblick, Entschuldigung. So, jetzt habe ich die Sicherheitswerkbänke besprochen. Mein Ziel war, Ihnen da eine Übersicht zu geben, welche Normen auf jeden Fall wichtig sind. Die Abhängigkeit von Normen und auch der Gefährdungsbeurteilung, welche Leistungen Sie jährlich oder womöglich in anderen Zyklen benötigen, das wollte ich Ihnen gerne aufzeigen. Und jetzt wollte ich eigentlich mit dem gleichen Konstrukt, das werde ich auch, das Labor betrachten, sprich das Umfeld, in dem Ihre Sicherheitswerkbank steht. Einfach mal ein paar Begrifflichkeiten und Abgrenzungen dabei. Raumlufttechnische Anlage, RLT ist so eine Begrifflichkeit und die Abkürzung RLT eben auch sehr häufig. Was ist damit eigentlich gemeint? Eine raumlufttechnische Anlage konditioniert die Luft. Sie saugen von außen Luft an. Und die wird konditioniert. Das heißt, sie wird im einfachsten Fall beheizt. Sie wird in jedem Fall gefiltert und beheizt. Und es gibt dann noch sehr individuell Spezialitäten. Es wird aktiv entfeuchtet zum Beispiel. Es wird natürlich gekühlt. Das sind so Dinge, die sehr individuell sind, wo es auch keinen Standard gibt. Die Anforderungen werden bei der Planung festgelegt. Also zum Beispiel die Raumtemperatur. Wo soll die Raumtemperatur und die relative Feuchte sein? Danach wird dann diese technische Einheit RLT aufgebaut. Und am Ende des Tages, und da werde ich mich dann jetzt gleich drum kümmern, wird diese konditionierte Luft über HEPA-Filter in der Regel dann in dem Kontext, in dem wir uns, in dem Branchen, in dem wir uns im Wesentlichen bewegen, über HEPA-H14-Filter in das Labor eingeströmt. Und hier ist auch gleichzeitig so die Schnittstelle für uns als auch als Serviceunternehmen, wo wir sagen, wir kümmern uns um Ihr Labor mit der Werkbank zusammen ab diesem, man nennt sie auch endständigen Filter, ab Anströmung dieses endständigen Filters. Das bedeutet für Sie, dass Sie, das ist ja so eine Komplexität, die man hat, man braucht viele Partner, um ein Labor zu warten. Und einmal die RLT warten, einmal die das Labor machen, andere, die Laborabzüge machen, Sicherheitswerkbänke. Und wir haben da so ein Konzept, wo wir sagen, wir machen nicht die raumlufttechnische Anlage, weil die, finde ich auch ganz offen, ist auch, da muss man sehr befähigt sein, diesen Blumenstrauß an verschiedenen technischen Lösungen zu beherrschen. Da bin ich ehrlich und sage, nein, das können wir im Moment nicht. Deswegen kümmern wir uns, das habe ich hier nochmal gezeigt, ab Einströmung der konditionierten Luft in das Labor. In dieser kleinen Grafik sieht man auch mal, warum ist eigentlich das Labor auch zusammen mit der Sicherheitswerkbank eine technische Einrichtung, weil ja hier nicht einfach nur Luft über die Filter eingebracht wird, sondern es spielt eben auch eine große Rolle, wie laminar die Luft von der Zuluft über die Abluft geht
welche Wechselwirkung gibt es hier zur Sicherheitswerkbank. Deswegen ist es sehr wichtig, die Funktionalität, die versprochen wurde vom Planer oder die umgesetzt wurde vom Planer, auch abzuprüfen. Das bedeutet zu prüfen, stimmen die Luftvolumina, stimmt die Luftwechselzahl, wie ist das Wechselspiel zwischen Sicherheitswerkbank und dem, der Luft, die von der RLT bereitgestellt wird. Hier sehen Sie mal einmal ein Beispiel eines Reihenraums, wo die Sicherheitswerkbank über ein sogenanntes EMP-Cover oder ein Zugunterbrecher an eine Fortluftanlage angebunden wird. Hier oben sehen Sie die Einströmungen von H14-Filtern, also hier wird die Zuluft eingebracht. Die Abluft sieht man jetzt nicht, das sind meistens etwas versteckte kleine Öffnungen oder in der Tür einfach über einen Filterfließ noch wird dann die Luft abgeströmt oder angesaugt, je nachdem, ob ein Unterdruck oder ein Überdruck in dem Labor herrscht. So. Ich muss mich ein bisschen beeilen, sehe ich gerade. Ich bin ein bisschen im Verzug. Ich bitte das auch zu entschuldigen. Ich habe das schon bei der Vorbereitung gemerkt. Es ist so komplex. Ich könnte über jedes einzelne Thema viel länger referieren. Deswegen ist das Ziel ja auch, einen ersten Überblick zu verschaffen. Und da werde ich jetzt ein bisschen Gas geben, dass ich ein bisschen schneller durchkomme da. Ganz kurz hier wieder auch, dass wie auch bei den Sicherheitswerkbänken, es gibt... muss man so ein bisschen zwischen den Branchen unterscheiden, also in der pharmazeutischen Industrie und in der Apotheke, wo CMR-Arzneimittel hergestellt werden zum Beispiel. Dort gibt es ganz wichtige Regelwerke, das ist nämlich einmal der GMP-Leitfaden, Annex 1 speziell. GMP, Good Manufacturing Practice, bedeutet, das sind Leitfäden, die auch international Wirksamkeit haben, wo gesagt wird, was muss ich tun, um aseptisch Arzneimittel herzustellen. Das ist sehr wichtig und dieser GMP-Leitfaden gibt da dezidiert Aufschluss, was getan werden muss, wie ein Reinraum zu warten ist, beziehungsweise speziell das Thema partikuläre Belastung eines Reinraumes und mikrobiologische Belastung eines Reinraumes, wo sind Grenzen, was muss auch Handlungsgrenzen, wo man dann Maßnahmen ergreifen müssen. Es gibt auch eine wichtige Norm, die DIN EN ISO 14644, die sich ähnlich wie die DIN EN 12469 in diesem Fall auf Reinräume bezieht und im Detail Auskunft gibt, was muss gemessen werden, wie muss gemessen werden, welche Grenzwerte sind auch einzuhalten. Und diese Daten sind natürlich dann die, wo auf der Basis zum Beispiel der Pharmazierat die Herstellung genehmigt, wo Auditoren abprüfen, ob diese Grenzen eingehalten werden. Also Branchen, die ich eben genannt habe, sind die DIN EN ISO 14644, die GMP-Leitfaden und natürlich die Apothekenbetriebsordnung von ausgesprochener Wichtigkeit. Ist nur eine Auswahl, habe ich bewusst gesagt, weil es gibt auch noch amerikanische Normen, das hängt davon ab, wie sie auf ihr Unternehmen aufgehängt ist. Das wird dann beliebig kompliziert. VDE 2083, die sich auch mit Raumluft oder lufttechnisch versorgten Räumen beschäftigt. In der mikrobiologischen Industrie einmal natürlich auch die VDI 2083 und hier wieder das Thema Gefährdungsbeurteilung. Hier ist es wirklich genauso. Es ist im biologischen Bereich so. Das merke ich auch, wenn ich mit meinen Kunden spreche über eine Werkbank, die wir in ein Labor verkauft haben. Es fehlt manchmal wirklich, das muss ich mal so ehrlich sagen, und das ist ja auch ein Ziel für mich heute, das zu sensibilisieren. Das Bewusstsein, dass es gibt keine Norm, es gibt keinen, der einen zwingt. Und deswegen muss man sich selber auseinandersetzen. Leute sind nicht vorbereitet, weil sie sich über Gefährdungsbeurteilung eben nicht Gedanken gemacht haben. Und ich berate meine Kunden da sehr gerne und gebe da auch Hilfestellung. Wir finden dann auch Lösungen dafür. Aber das ist eben die spezielle Herausforderung in der mikrobiologischen oder biologischen Industrie, dass man dort eben über das Biostoffverordnung, Gentechnikgesetz und natürlich auch über das Thema Risikogruppen der biologischen Arbeitsstoffe, was auch wieder Gefährdungsbeurteilung bedeutet,
dann Maßnahmen. So, das sparen wir uns. Das war ein Beispiel, wie ein Labor aussieht, aber der Zeit wegen gehe ich da jetzt mal ein bisschen drüber hinweg. Hier sieht man Pakete, Service-Pakete, was wir machen. In der Sicherheitswerkbank können wir natürlich den Nachweis der Reinraumklasse, partikulären Reinraumklasse nachweisen. Wir können eine mikrobiologische Prüfung machen, um den Nachweis Anzahl kolonienbildender Einheiten luftgetragen nachzuweisen. Wir bieten natürlich genauso im Labor selber, wie schon in der Werkbank, den Filter der zum Beispiel eben in der ISO 14644 aufgeführt wird, werden Luftwechselzahlen sind wichtig zu ermitteln, das heißt, in welchem Faktor wird die Luft ausgetauscht im Labor, was ein wichtiger Indikator ist dafür, wie schnell befreie ich einen Laborraum von Partikeln. Da gibt es auch sogenannten Uhrzeitmessung oder Recovery Test, wo ganz viele Partikel in den Raum reingebracht werden und dann muss die raumlufttechnische Anlage beweisen und der Raum selber auch, dass innerhalb einer definierten Zeit wieder die Einraumklasse erreicht wird, die erwartet wird, die Teil der Herstellungsgenehmigung ist zum Beispiel auch. Also Luftwechselzahlen müssen stimmen, aus dem Grunde werden dann Zuluft- und Abluftvolumina gemessen. Die Druckkaskade ist in Laborräumen sehr wichtig, weil es ein Sicherheitskonzept ist. In welchem Laborbereich habe ich einen Unterdruck, um einen Produktschutz sicherzustellen oder Personenschutz sicherzustellen? Wo ist es ein Überdruck? Da gibt es komplexe Systeme und die müssen natürlich auch geprüft werden, dass die Funktionalität da ist. Genauso wie Alarmsysteme, wenn an Grenzwerten Alarme optischer, akustischer Art ausgegeben werden. Und was wir natürlich auch noch machen, komplett den partikulären Nachweis in dem ganzen Labor. So, ich glaube, meine letzte Folie soll Ihnen sagen, was ein Servicepartner eigentlich können muss. Und ich glaube, Sie haben schon gemerkt, erstens, es gibt noch ganz viele Fragen, das glaube ich ganz bestimmt. Und da würde ich schon mal einen guten Servicepartner ins Spiel bringen, weil Sie fachkompetente Beratung benötigen und die sollen Sie bekommen. Die müssen Sie auch kriegen, Sie müssen sich gute Partner suchen. Und Sie müssen auch einen Partner haben und da spielt die Fachkompetenz mit rein, dass wenn ein Ergebnis mal nicht so ist wie erwartet, also eine Personenschutzprüfung wird nicht bestanden, warum wird sie nicht bestanden, dann brauchen Sie einen Partner, der nicht nur den Laborabzug und die Sicherheitswerkbank kennt, sondern auch sehr im Detail die Lüftungstechnik, weil da gibt es eben Wechselspiele. Und genauso spielt natürlich eine Rolle, dass das Personal selber, der durchführende Techniker, sehr intensiv geschult wird. Unsere Leute haben ein spezielles TÜV-Zertifikat, wo sie auch gesetzliche Hintergründe lernen. Und für Sie bestimmt auch wichtig ist, dass ein Serviceanbieter ein komplettes Portfolio hat, damit Sie nicht zu viele Parteien haben, die Sie organisieren müssen, weil Stillstandszeiten, Wartungszeiten sind Stillstandszeiten, müssen auf Kaufmannschaft auch reduziert werden. Und wenn ein Serviceanbieter ein sehr großes Paket hat, dann lässt sich das operativ natürlich einfacher abwickeln. Qualitätsbewusstsein korrespondiert direkt für mich mit dem Anspruch der Fachkompetenz. Und auch den Gesamtblick für den Kunden, sprich für den Prozess, also auch prozessuales Wissen zu haben, wie Abläufe aussehen und den Kunden beraten können, wenn der Kunde ein Problem hat und es ist eventuell eine Frage, weil der Hygieneplan angepasst werden muss, weil zum Beispiel die Werkbank in der täglichen Desinfektion und Reinigung zum Beispiel Probleme macht. Also da muss auch der Partner auch in diesen ganzen Prozessen rund um das Labor, egal ob das im CMR-Bereich oder im mikrobiologischen Bereich ist, dieses Wissen sollte der Partner haben. Ich würde Sie nicht verwundern, dass ich sage, wir haben das und würden uns freuen, wenn wir Ihnen da helfen können. So, ich glaube, jetzt bin ich mit meinem Vortrag zu Ende und wie gesagt, ich hatte es zwischendurch schon gesagt, es tut mir ein bisschen leid, ein bisschen hoppla hopp am Ende.
Ich könnte auch noch 3 Stunden weiter erzählen, wir viel mehr Zeit nehmen, und aber bestimmt finden wir eine neue Plattform. Und ich würde dann Frau Ottleben erstmal einmal nochmal wieder zurückgeben. Dann nehme ich mich bei Ihnen ein und freue mich auf ein paar Fragen. Ja, Herr Fritsch, vielen Dank auch von mir für den wirklich sehr spannenden und umfassenden Vortrag. Ich denke, da waren wirklich sehr viele hilfreiche Informationen drin und es hat einen guten Überblick gegeben über diese wichtige Thematik. Hier im Chat war die Teilnahme auch schon recht rege und deswegen würde ich auch direkt in die Frage-Antwort-Runde einsteigen wollen, auch aufgrund der fortgeschrittenen Zeit jetzt. Tut mir leid. Ein Anwender hier mit offenbar einem sehr konkreten und aktuellen Problem im Labor, beispielsweise wie Sie oder wie man die Kontamination von Laboren bei einem Filterwechsel an einer 2-stufigen Sicherheitswerkbank verhindern lässt, bei der mit CMR-Substanzen gearbeitet wird, die aber nicht durch Begasung dekontaminiert werden können. Ja, also das ist ein Problem, was wir häufiger haben. Es ist leider vorweggenommen eine sehr kostspielige Geschichte. Das Problem ist nämlich, wie schon ganz richtig gesagt wurde, chemische Stoffe kann man ja nicht mit dem H2O2-Verfahren behandeln. Das heißt, es bleibt eigentlich nur die Wischdesinfektion, also sprich das Abrasive, das Abwischen der chemischen Substanzen übrig. Und wie da freue ich mich, da hat derjenige sehr gut aufgepasst, wie wir ja gesehen haben, dass in der 2-Filtersystem ist ja der gesamte innenluftgeführte Bereich kontaminiert. Und da kommt man trivial gesagt schlichtweg mit dem Lappen nicht rein. Das bedeutet, das nächste Problem ist, dass diese chemischen Substanzen nur durch Verbrennung wirklich tatsächlich behandelt werden können. Das heißt, Sie müssen quasi die Bank, wenn Sie sie entsorgen wollen, muss sie quasi an Sonderabfallentsorger übergeben werden. Was bedeutet das jetzt? Sie können, das machen wir nicht, wir könnten eine Empfehlung aussprechen, es gibt Unternehmen, die ihre Werkbank komplett abholen zur Entsorgung. Wenn Sie einen Filterwechsel machen müssen, dann können Sie Ihren Hygieneplan folgend eigentlich nur eine umfangreiche Wischdesinfektion durchführen, und zwar von innen und außen. Und wir haben solche Kits, wo man dann, da arbeiten wir mit dem Jutta zusammen, wo man dann diese Wischprobe, diese Wischdesinfektion analysieren lassen kann auf bestimmte Zytostatika-Produkte, wo das Jutta dann ausweist, dass die Wischdesinfektion erfolgreich war, und dann kann man sagen, man kann einen Schritt weitergehen. Am Ende bleibt aber bestehen, dass die Gefahr von der Werkbank ausgeht, wenn ich den Umluftfilter austausche, und deswegen ist es, das ist wirklich jetzt ein schwieriger Fall, deswegen werden auch im Zytostatika, also wenn Sie CMR-Arzneimittel verarbeiten, idealerweise nie 2-Filtersysteme eingesetzt, weil eben diese nachfolgend ist diese Problematik einfach sehr, sehr groß. Mhm. Gut, ich denke sicherlich, also auch von mir an dieser Stelle ohnehin nochmal der Hinweis, dass selbst wenn wir jetzt eben hier aufgrund der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr alle Fragen hinreichend beantworten können, ist natürlich keine Frage, die hier gestellt wurde, verloren geht, sondern die sind bei uns natürlich sicher gespeichert und die Kollegen von Werner können sich im Nachgang oder werden sich im Nachgang auf jeden Fall noch mit Ihnen in Verbindung setzen. Eine weitere Frage vielleicht noch ganz kurz. Kann ich eine Werkbank, die nicht speziell für nach DIN 12980 gebaut wurde, für Zytostatika einsetzen? Nein. Also nach geltender Norm geht das nicht mehr, weil es geht wieder um das Thema technischer Stand. Es gibt natürlich Werkbänke verschiedenster, natürlich viele ältere Werkbänke, die nach alten Normen in Verkehr gebracht wurden. Und da gibt es natürlich einen Bestandsschutz. Aber wenn Sie aktuell eine Werkbank sich anschaffen, müssen Sie sich am technischen Stand orientieren. Das bedeutet dann eben 3-Filter. Dann fragt ein anderer Anwender auch mit einer spezifischen Anwendung. Gibt es spezielle Prüfungen und Wartungsarbeiten für Sicherheitswerkbänke, die im Rahmen der Elementspurenbestimmung in hochaktiven pharmazeutischen Substanzen eingesetzt werden? Also da wischen Sie mich ein bisschen, weil in diesem speziellen Bereich bin ich jetzt nicht so firm. Es gibt aber keine speziellen Normen dafür, da bin ich mir ziemlich sicher. Es wird auch dort dann die geltenden Normen, die DIN EN 12069 sein und die DIN 12089.
Und wie gesagt, in dem Segment bin ich jetzt nicht firm. Also ich glaube aber ganz bestimmt, dass speziell, wenn man Risikoanalysen durchführt zu diesem Arbeitsplatz, dann wird es da spezielle Normen geben, die herangezogen werden, die im Wesentlichen aber nur eine Auswirkung auf die operative Abwicklung haben werden und weniger auf den Leistungsumfang, der an der Sicherheitswerkbank gewartet werden muss. Ich glaube nicht, dass es da spezielle Anforderungen gibt. Es kann sein, dass vielleicht die Arbeitsraumbeleuchtung noch zusätzlich gemessen werden muss, mal jetzt aus dem Raum gegriffen ein Beispiel. Dann sind das natürlich Dinge, die wir, wenn die mit uns besprechen werden, können wir das machen. Wir haben auch schon individuelle Lösungen gefunden, zum Beispiel um UVC-Leistungen auszumessen mit Unternehmen. Wenn dann eben interne oder speziell aus der Branche heraus Anforderungen da sind, dann finden wir eine Lösung dafür und schneiden einfach ein Paket dafür. Auch wenn wir es im Moment noch nicht. Aber im Moment sage ich mal, im ersten Schritt glaube ich nicht. Dann vielleicht jetzt abschließend die letzte Frage für heute. Wie erfahre ich davon, wenn sich Änderungen in Normen entgeben? Es ist ja vielleicht nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Man ist ja da als Labormitarbeiter in Verantwortung. Wie erfahre ich, wenn sich was ändert? Genau, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Warum? Weil sich das einfach aus Ihrer Verantwortung heraus klärt. Es kommt einfach niemand auf Sie zu und sagt Ihnen, Achtung, da hat sich eine Norm geändert, sondern Sie müssen selbstständig sich über den technischen Stand auf dem Laufenden halten. Das heißt, Sie müssen sich immer wieder mal eine Norm schaffen und gucken, ob Sie Änderungen ergeben haben. Oder aber Sie haben Partner, die kommunizieren. Also es werden ja Normänderungen auch in Fachzeitschriften kommuniziert zum Beispiel oder in Fachforen kommuniziert. Oder aber Sie haben eben Partner, die Sie ansprechen und denen Sie dann, wo Sie sagen, Sie haben was gehört. Also ich weiß es zum Beispiel aktuell, ich werde da jetzt in diesem Moment keinen Bezug zu nehmen, aber es wird bald eine Änderung zu einer Norm geben. Und wir arbeiten dann intern ein Kommunikationskonzept für unsere Kunden aus, wo wir dann sagen, okay, wir informieren und lassen die Kunden natürlich in dem Moment nicht alleine und sagen auch, was hat das für Auswirkungen und was können wir dann für dich tun. Also im ersten Schritt ist mal so, dass die Verantwortlichen selber aufgefordert sind, sich aktiv um darum zu kümmern, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Alles klar. Gut, dann würde ich aufgrund der eben fortgeschrittenen Zeit an dieser Stelle jetzt auch das Fenster eben für Fragen schließen. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, es geht keine Frage verloren. Sie werden im Nachgang in jedem Fall von Werner noch kontaktiert, wenn eine Frage von Ihnen offen geblieben ist. Falls Sie sich im Nachgang diese Veranstaltung noch einmal anschauen möchten oder vielleicht Kollegen haben, die heute verhindert waren, noch der Hinweis kurz, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wurde und eben ab morgen auf www.laborpraxis.de abrufbar ist. Ja, zu guter Letzt, aber eben auch ganz wichtig, möchte ich Ihnen noch kurz ans Herz legen, dass Sie jetzt im Anschluss noch einige Minuten investieren, kurz dranbleiben für unsere Feedback-Umfrage. Wir möchten Ihnen natürlich auch in Zukunft Webinare in hoher Qualität anbieten können und dabei hilft uns Ihr Feedback und deswegen würden wir uns freuen, wenn Sie uns noch kurz einige wenige Fragen beantworten würden. In diesem Sinne bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, mich bei Ihnen nochmal für die sehr rege Teilnahme zu bedanken, bei dem Referenten für den sehr spannenden und umfassenden Vortrag und die vielen wertvollen Informationen. Ich wünsche allen noch einen guten Tag und würde mich freuen, wenn wir Sie einmal wieder bei einem Webinar der Laborpraxis begrüßen könnten. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Vielen Dank von meiner Seite auch.